Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vulkanoids. Und jetzt tatsächlich ist es soweit, wir gehen nochmal auf Tour. Oh, vielleicht die Tür, ja. So, warte mal, alles repariert? Ja, oh nee, warte mal, huch, was ist denn da los? Moment, ich muss erstmal reparieren. Und dann schicken wir unser Schiffchen wieder unter Tage, damit es nicht angegriffen wird. Wir brauchen nämlich ein paar Ressourcen. Deswegen würde ich jetzt einmal hier alles soweit fixen und dann würde ich das Schiff nämlich nach unten schicken. So, ich glaube, wir haben soweit, glaube ich, alles. Ja, ich glaube, ja. So, pass auf, dann schicke ich das mal eben schnell runter. Mit der 6, glaube ich, ne? Genau. So. Dann düsen wir mal quasi ab. Tschüss. So, wir brauchen nämlich den Baumeisterkopf. Den blauen. Den hatten wir. Oh, warte mal, wir haben die Schrotflinte. Nein! Wir haben die Schrotflinte doch gebaut. Warte mal, ich rufe mein Schiff nochmal. Ha, mit der 7. Wir haben doch die Schrotflinte gebaut. Die würde ich doch in der letzten Folge. Die würde ich doch jetzt gerne mal, ausprobieren. Weil hier diese pisseligen Revolver oder so, den würde ich, keine Ahnung. Ich meine, der ist okay für das, was er hat und kann. Aber ich würde jetzt einfach mal die Flinte ausprobieren, wenn wir jetzt eh schon hier so ein bisschen über Tage on Tour sind und ein paar Ressourcen sammeln müssen. Deswegen, wir sind so ein bisschen mit der Forschung auch vorangekommen und haben jetzt gemerkt, wie umfangreich doch dieses Spiel ist und was da noch alles kommt und holy shit, also es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant, wie interessant das auch wird hier auf der Insel und alles, weil ich ja letztes Mal schon so sagte, so, nicht so viel los, mal gucken, vielleicht spielt sich das auch mehr so im Schiff ab, ich bin mir nicht sicher, schauen wir mal. So, gut. Moin. So, lass mal gucken. Kaum im Schiff sind die Nachbarn schon wieder da. Unglaublich. Die Frage ist jetzt, wo hat er denn die Flinte reingepackt? Hat er den... warte mal, hier bestimmt, ne? Da ist er. Ja, Freunde. Ja, Flintenmunition. Gut, sehr schön. Pass auf. Das heißt, das Schiff kann von mir aus jetzt auch wieder unter Tage runtergehen mit der 6. Und, so, dann gucken wir mal. Mit der 6 habe ich die Flinte. Kann ich das umstellen? Kann ich die auf die... Nee, warte mal. Ich lege die mal auf die... Ich mache das mal so. Geh wie Granate ist es anscheinend ja nicht. Weil ich habe letztes Mal sagte, geh wie Granate. Alter! Klick-Klack, Motherfucker! So. Dann lass mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall den Baumeister-Kopf. Das heißt, wir müssen mal noch ein bisschen hier forschen, ob wir hier einen blauen Robi-Roboter finden. Robi-Roboter ist so allein. Robi will nie wieder nie einsam sein. Huch, aber für Entfernung ist doof, ne? Alter, was ist denn hier los? Hilfe! Hohohoho. Okay, die Flinte ist vielleicht jetzt nicht so die beste Wahl für den Fernkampf. Oh, 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 oh. Für den Fernkampf ist, glaube ich, die Pistole immer noch am besten. Okay, wir sollen uns mal heilen. Puh, ich heile mich mal eben. Alter, was ist denn hier los? Ja, komm, Schrott, lassen wir mal. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Okay, also. Wir halten fest, Flinte für Fernkampf nicht gut. Vielleicht kriegen wir irgendwann ein Maschinengewehr. Die haben aber nichts dabei, ne? Und auch keinen Blaumeisterkopf. Haben wir nicht noch einen erledigt? Das waren so viele. Ah, hier. Speerkopf. Nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob wir den schon haben. Okay, so. Warum ist denn meine Maus da am Ratten? Okay. Gut.
Also nutzen wir den Revolver ganz einfach weiter für den Fernkampf und Nahkampf dann halt die Flinte. Jetzt gucken, wo, da kamen wir ja glaube ich nicht weiter da hinten, ne? Aber wir hatten, meine ich, beim letzten Mal ein paar blaue Roboter gesehen. Ich würde mal die Richtung nochmal düsen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht auf Dings treffen. Wir müssen also ein bisschen die Uhr im Auge behalten, denn in knapp 4 Minuten gleich ist es schon wieder soweit, was den Vulkanausbruch angeht. Wir können also mit Granaten das Drillship zerstören, haben wir jetzt erfahren vom Captain. Ich bin gespannt. Also komplett zerstören, habe ich jetzt verstanden. Da ist eine Mine, da können wir uns verstecken, falls... Dann würde ich das doch gleich mal ausprobieren mit der Granate. Speerkopf haben wir schon. Wie geht denn das? Einfach werfen. Hui! 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 Hier! Bumm! Bumm! Okay. Ernsthaft? Okay, man kann damit gut Schiffe zerstören, das stimmt wohl. Ich heile mich mal eben mit der 5. Ein blauer Roboter wäre super, wenn er mal... Wenn er mal kommen würde. Aber das Problem ist, dass die stellen sich ja immer wieder selber her, ne? Ich glaube hier. Ich weiß halt nicht, ob man... Kann man das abschalten? Okay. So. Jetzt stellt hier keiner mehr was her. Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Pumpe, Schredder brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal. Frachtmodul Stufe 1, ja. Brauchen wir nicht. Pumpe, weiß ich nicht. Konverter, Pumpe, komm, ich nehme das mal mit. So, haben die noch... Oh, mein Auge juckt, warte mal. Haben die denn... Bergmannskopf? Ich weiß nicht, ob wir den haben. Also hier wird auf jeden Fall schon mal keiner mehr irgendwie was... sich respawnen, das ist schon mal ganz gut. Ein Schrank. Den können wir immer gebrauchen und natürlich Reparaturkits brauchen wir auch. Kupferbarren, Kupferschrauben, nehmen wir alles mit. Gut. Jetzt die Frage. Was passiert mit dem Schiff, wenn das hier so rumgammelt? Das haben wir ganz schön zugesehen. Oh nein. Oh fuck, das habe ich jetzt ganz vergessen. Oh, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Jetzt aber schnell. Oh oh. Ich hoffe, das ist die Mine. Ja. Huiuiuiuiui. Alter Verwalter, das war aber... Huh. Das hätte jetzt aber auch schief gehen können, ne? Okay. Ja, ich gehe mal lieber hier hin. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man da... Ich meine, ich kann es mal ausprobieren, hier zu stehen. Kann ich auch da oben? Aber er sagte ja, wenn wir oben drin sind, sind wir safe. Ich würde einfach jetzt hier stehen bleiben, weil er sagte, sobald wir hier drin sind, sind wir safe. Ich bin gespannt. Wir warten es mal ab und gucken mal. Wir können aber auch keine Granate einfach per Hand herstellen. Wir müssen das immer an der Werkbank machen, ne? Okay. 24 von 35 Plätze haben wir besetzt. So, wir brauchen auf jeden Fall noch den blauen Kopf brauchen wir noch vom Roboter. Aber wo finden wir, ich halte mich nochmal eben, wo finden wir den blauen Roboter? Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Alles nachgeladen? Ja.
Okay. Ja, Geronimo! Kommt die Lava jetzt? Jetzt wird geschossen oben. Das heißt, jetzt ist er explodiert und jetzt müsste es eigentlich kommen. Erst die Eruption, dann der Schuss und dann... Ja. So, okay. Entschuldigung. So. Wo wollte ich hin? Ich wollte nach links. Limbs. Ein Kompass wäre noch lustig. Damit man vielleicht nicht immer ewig auf die Karte gucken muss. So. Gucken, ob wir einen Baumeisterkopf finden. Baumeisterkopf hört sich echt so an, als würde man mit einem Baumeister vielleicht die Forschung so vorantreiben, dass man auch ja, was Neues bauen kann. Vielleicht das Drillschiff erweitern. Wahrscheinlich wird jetzt kein einziger Roboter hier rumkräucheln, ne? Weil hier keiner jetzt mehr existiert. Aber hier ist noch Kohle. Die können wir noch mitnehmen. Wenn wir schon einmal hier sind. Sonst noch irgendwo Kohle? Da unten links ist noch Kohle. Oh nein. War das hier? Da ist noch Kohle. Und nicht zu wenig. Wie gesagt, Kohle ist ja hier so die... Ja, Non-Stop-Ressource, nenne ich sie mal. Die man ja hier braucht. Ich habe Angst, hier irgendwo hinzurennen, weil ich halt nicht sehe. Nicht, dass ich irgendwo in den Tod laufe. Was passiert eigentlich, wenn wir dann sterben? Verlieren wir dann alles, oder wie ist das? Oder können wir unsere Leiche dann wiederholen? So, hier scheint ja erstmal nichts zu sein. Ich würde nochmal zurückgehen wollen. Um nochmal nach oben zu kommen. Und oben lang zu gehen. Wie lange braucht es jetzt, bis alles wieder gedeiht und wächst? Sind es 4 Minuten? Also 24 Minuten läuft, fängt der Timer, glaube ich, an, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. So, 2 Minuten sind jetzt um. So, und dann gehen wir wieder links lang. Ich hör... Das ist das Kaputte, ne? Oder? Oh, nee. Oh. Anscheinend nicht, aber das ist kein blauer Roboter. Warte mal, wir brauchen ja... Hier sind ja überall diese Symbole, ne? Was bedeuten die denn nochmal? Oh, ist das eine Kohlemine? Ja, das ist eine Kohlemine. Ah, wie goldig. Nehmen wir die doch mit. Ich meine, spawnt das hier automatisch? Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Meiner. 150 von 1000. Abgegraben. Sehr schön. Oh, hier ist keine Kiste. Unten vielleicht? Warte, ich düse. So. Ja, da ist... Nee. Hier. Oh, eine Granate. Und ein Schrank. Schrank kommt uns immer gelegen. Können wir immer gebrauchen. Solange wir das Schiff noch nicht weiter ausbauen können... Ich meine, Schränke werden wir wahrscheinlich später noch mehr brauchen. Ist eine gute Idee. Speichern. Sollten wir auf jeden Fall jede Menge Schränke bauen. Damit wir da alles so weit positionieren und platzieren. Was bedeuten nochmal die Dings? Die hatten doch irgendeine Bedeutung, ne? Kann ich das irgendwie auf der Karte? Wie konnte ich das denn nochmal sehen? Nein. 4 Fragezeichen. Cox überfallen. Wenn ich nützlicher sein, war Cock Drillship spezialisiert und du findest immer die meisten Gegenstände dieses Types in Drillships.
mit einer bestimmten Funktion. Dies bedeutet, dass die meisten Produktionsgegenstände in Cock-Drillships für Produktion gefunden werden können. Die Karte zeigt dir weitere Informationen, wo spezielle Drillships zu finden sind. Da sollten wir vielleicht mal hin. Das ist ja da so ein Chip, ne? Das könnte ja eher Baumeister sein, weil das sieht ja eher aus wie Forschung. Vielleicht sollten wir da mal gucken. Bei den Ladies and Gentlemen and Gentlewomen, dass wir vielleicht aufräumen. Na toll, ernsthaft? Ah, da ist ein blauer. Nice. Aber ich bin gleich tot, wenn es so weitergeht. Ja, sehr schön. Okay. Ich halte mich mal eben schnell. Oh nein. Wir müssen auf jeden Fall das Drillship zerstören. Nein. Uah. Na toll, der hat aber keinen Dingskopf dabei. Das ist ja blöd. Ja, Baumeisterkopf. Nice. Nochmal ein Schredder. Ich würde mal einmal hier die Granate nutzen. Und dann vielleicht... Das war's schon. So, warte. Hey, wer schießt da? Wo? Wo kam der her? Weil ich will nicht, dass sie sich weiter wieder vermehren hier. So, warte mal. Was haben die noch im Lagerraum? Pumpe? Munition. Platten. Werkbank. Konverter. Kohle nehme ich mit. Pistolen-Turmmodul. Können wir nochmal mitnehmen, vorsichtshalber. Die haben ja noch ein bisschen Lager hier, ne? Wenn wir schon einmal hier sind. So, warte mal. Okay, das brauchen wir nicht. Ja. Ja, Kupferschrott können wir mitnehmen. Ist ganz toll. Bin ich jetzt nicht ein Fan von. Das ist natürlich super. Schrank nehmen wir wieder mit. Und ansonsten war es das, glaube ich, ne? Die haben nicht so viele Schränke. Okay. Gut. Haben wir das auch? Okay, das heißt, ich würde sagen, wir rufen... Ah ne, wir brauchen zwei von denen. Wir brauchen zwei von den Baumeisterköpfen. Okay. Das heißt, wir müssen dahin, um die nächste Runde zu holen. Wie praktisch. Gut zu wissen. Also... War das schon richtig, dass diese Symbole quasi bedeuten, was für eine Art von Schiff da ist? Okay, das heißt, wir müssen da oben erstmal hin. Gut. Dann düse ich mal. Es dauert sogar tatsächlich ein bisschen länger, bis es wieder begrünt ist alles hier, ne? Fällt mir jetzt gerade mal auf. Also wie nur 4 Minuten. Das heißt, es ist gar nicht so lange grün und schön, wie ich mir das so dachte. Oh nein. Oh Mann, ich will nur zu dem Drillship da. Ist auch ein blauer, nehme ich auch mit, wenn er schon einmal hier ist. Hä? Ach, der andere ist gar nicht gekommen. Warum auch immer. Oh. Wieso hat der nichts dabei? Wieso haben die keine Köpfe dabei? Die tragen noch solche Köpfe. Verdammt, wo laufe ich hier überhaupt lang? Okay, wir müssen irgendwie da zu dem hohen Pass kommen, wo die stehen. Die stehen anscheinend irgendwie da oben bei dem hohen Pass rum. Da. Dann lass mal gucken. Oh, ich muss mich mal heilen, ne? Darf das nicht vergessen. Gott sei Dank muss man hier nicht essen und trinken. Das ist schon mal supi.
Das ist schon mal echt mega. Ich finde das eben, ich muss ganz ehrlich sagen, Essen und Trinken finde ich ganz gut in einigen Survival-Games und so. Ist ja auch so ein bisschen Survival-mäßig. Gut, nicht ganz, ne? Aber ich finde das mal schrecklich, wenn bei Survival-Games das Essen und Trinken so zur Arbeit wird. So richtig zur Qual. Wenn man da, keine Ahnung, das nur darauf hinausläuft. Dass man sich nur noch drum bemühen muss, zu essen und zu trinken. Das ist halt mega nervig. So. Gut. Unser Drillship ist ja unter der Erde. Oh. Hör mal. Okay, Schrotmunition. Der hat's nicht dabei. Ja, haben wir. Juhu! Baumeisterkopf nehme ich auch nochmal mit. Ach komm, ich nehme alles neben. Jo. Also gegen die Blauen ist das richtig gut, ne? Komm, wir räumen das Schiff noch aus, wenn wir schon einmal da sind. Ich will hier rein. Warte mal, nee, ich verbrauche hier Munition, das ist vollkommen blöd. So, 4. Das muss ich hier zerstören, ne? Kann ich das auch mit der 2 machen? Oh! Nein, lad nach! Oha! Nein, ich bin tot! Nein! Nein, ich hab nicht auf die Erde. Nein! Ich wollte zu viel. Ne! Ne! Uff. Wir müssen auftauchen. Unbedingt. Ich will meine Sachen wieder haben. Wir haben nichts mehr. Wir haben alles verloren. Lol. Ich frage mich, ob wir unseren... Ne. Ich frage mich, ob wir... Kriegen wir denn unsere Leiche wieder? Also können wir unsere Leiche wieder, Ich würde vielleicht sogar das Spiel laden. Das wäre echt ärgerlich jetzt. Wo ist unsere Leiche? Get ready for fight. Stock ammo, grenades, approach a drillship. Was? Warte mal. Automatisch speichern. 15, 43. Das kommt hin. 15, 48. Ich würde tatsächlich das Spiel einmal laden. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wo wir da waren, aber ich guck mal. Oh, das ist mega ärgerlich. Ich habe da nicht auf die Dings geachtet. Okay, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich speichere hier mal. Schnell speichern. Speerkopf, Konverter brauchen wir alles nicht. Ganz ehrlich. Ich heile mich mal eben. Wie ärgerlich das war. Wir hätten das Schiff so gut ausräubern können, aber die kamen so schnell hinterher. Die kleinen Cox. Die kleinen dreckigen Cox. Miesen dreckigen Cox. So, Baumeisterkopf. So, dann lass mal gucken. Diesmal schaffen wir es. Ich weiß noch nicht, ob wir das Schiff jetzt ausräumen oder nicht. Aber gut, dann haben wir das auch mal gesehen. Ich weiß nicht, ob wir unsere Leiche hätten wiederkriegen können. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber gut. Erstmal nachladen. Ganz schön windig hier oben. Auf dem hohen Pass. So, also. Wir mussten das ja irgendwann auch mal sehen, dass wir sterben können, ne? So, also gut. Gut, gucken wir mal. Wir brauchen zweimal den Baumeisterkopf. Wir haben auch keine Granaten. Granaten wären halt supi. Treffe ich den von hier aus?
Ja, treffe ich. Alles nehmen. Erstmal nachladen. Toll, der hat's nicht dabei. Der hat ihn dabei. Ich riskiere es jetzt. Da ist noch einer. Oh, da kommen noch mehr. Holy shit, Alter. Uff. War nicht vorher auch schon da? So viele? Alter. Oh, ich muss los. Bruder, da muss ich los. Bruder, jetzt muss ich los. Ernsthaft? Okay, komm, drauf geschissen. Bevor wir wieder sterben, würde ich jetzt einfach hier wegdüsen. Oder beziehungsweise einfach hier drop it like it's hard. So, einmal heilen. Das war schon wieder grenzwertig, ne? Also es kamen so viele auf einmal aus allen Ecken. Die helfen sich gegenseitig. Ist natürlich supi. So, dann lass mal gucken, wo können wir denn hochfahren mit dem Schiff? Da hinten. Aber da ist ja auch ein Drillship am Stehen. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir da... Können wir auch nicht... Shit, Mann. Wir brauchen Platz irgendwo. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Also spawnt man dann quasi wieder im Schiff. Das ist ja interessant zu wissen. Das ist nicht unser Schiff, das ist ein Forschungsschiff. Ein Forschungsdrillship. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir unser Schiff rufen können. Gut, sind vorgefertigte Orte, wo man die natürlich rufen kann, ne? Aber anscheinend wird es hier unten, glaube ich... Ist da noch was am Stehen? Ich düse mal hier lang. Hier haben wir schon mal ein bisschen was von der Karte auch aufgedeckt, wenn ich das richtig sehe. So. Ich glaube, da hinten steht keins. Quasi der Startpunkt, wo wir gestartet sind. Da, wo das U-Boot auch ist, da können wir unser Schiff mal rufen. Haben wir da alles nachgeladen? Ja. Schrotflinte ist ganz cool, aber wie gesagt, da muss man ganz nah an die Gegner ranhalten. Natürlich ist eine Nahkampfwaffe, möchte ich jetzt nicht sagen, aber... So, rufe Drillship. Jawohl. Hafen. Nice, das kommt jetzt hier hin, das Drillship. Da kommt's angefahren. Auf der Karte. Da. Lul. Hui. Und kommt dann hier hin zum Hafen. Hoher Pass. Okay, alles klar. Die Frage ist, hier oben. Ist hier oben auch noch was? Scheint ja, hui, scheint ja noch einiges zu sein hier oben. Uff, das ist die Insel. Holy shit. Wir haben noch gar nichts gesehen von der Insel. Noch überhaupt, rein überhaupt nichts. Oder rein gar nichts haben wir gesehen von der Insel. Wo stehen wir denn? Ah, hier. Sehr schön. Hafen ist auch nicht so viel los. Gut, können wir irgendwas reparieren? War irgendwas kaputt, beschädigt? Ach ja, stimmt, wir können da noch... Ah. Ja, warum nicht? Dann haben wir halt zwei Kanonen auf einer Seite. Haben wir ja geklaut, ne? So, pass auf. Wir haben noch ein Schränkchen. Können wir das noch irgendwo hin platzieren, wo wir vielleicht noch... Da vielleicht? Ja, nochmal einen roten, oder? Oder lieber hier noch einen? Komm, wir machen hier noch einen. Wir haben noch einen. Alter, wie viele Schränke wir einfach haben. Wir haben noch einen Schrank. Warte mal, den mache ich nochmal weg. Kann ich hier... Ah, hier passt ja nicht hin, ne? Verdammt. Wisst ihr was? Da machen wir hier einen hin.
Und da oben an der Wand auch nochmal ein. Auch nochmal ein Rot. So. Da, also Lager. Also über Lagerplatz brauchen wir uns jetzt nicht mehr irgendwelche Gedanken machen. So, das heißt, wir haben den Baumeisterkopf. Upgrade. Klicke auf die Menüleiste, platze Gegenstände in das Drillship-Lager. Das ist hier, das machen wir mal eben. Baumeisterkopf. Menütaste. Okay, Produktionsdaten, Stufe 1 herstellen. Produktionsdaten, Stufe 1 herstellen. Produktionstechnologie, Stufe 1 herstellen. Da. Zweimal Pumpe brauchen wir dafür. Gut, dass ich Pumpe mitgenommen habe, wa? So, stapeln. Hier können wir auch nochmal Munition. 906 haben wir jetzt. Weiß Bescheid. Produktionsdaten Stufe 1. Sehr schön. Wird hergestellt oder ist sogar, glaube ich, hergestellt. Gibt es hier was Neues? Nein, aber... Ich sag ja, es wird noch unglaublich. So, der Captain ruft schon wieder an. Was möchte er denn? Nebenauftrag, zerstörte Module sammeln. Da Cogs überall auf der Insel aktiv sind, lassen sich auch etwas Technologie zurück. Auf der Karte zeigen farbige Dreiecke Orte mit Technologie an. An diesem Ort findest du einige zerstörte Module. Dies ist eine recht einfache Methode, Technologie für die Forschung zu erwerben, ohne ein Cog-Drillship angreifen zu müssen. Wenn du also noch etwas erforschen musst, siehe dir den Ort an. Okay. Was haben wir noch hier? Control. Ja, wir nehmen alles an. Der Fight. Den Fight würde ich, glaube ich, noch nicht annehmen. Und was ich noch annehmen möchte, ist erstmal eine Pause. Und die machen wir jetzt auch. Und deswegen würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es weiter mit Vulkanoids. Und dann schaltet ihr wieder ein, ja, wenn es weitergeht. Bis dann. Tschüss.